Ständig kommen aus Griechenland neue Vorschläge, neue Nachrichten und sie scheinen die ganze europäische Welt und darüber hinaus in Atem zu halten. Ich kann dazu nur sagen, eine Regierung sollte sich zunächst einmal besinnen, dann sollte sie konkrete Vorschläge machen und nicht jeden Tag etwas Neues bringen, das dann auch widersprüchlich in der eigenen Regierung kommentiert wird. So schafft die neue griechische Regierung kein Vertrauen. Wir werden uns auf dieses Spiel auch nicht einlassen. Ich bin nicht bereit, jeden Tag neue, unausgegorene Vorschläge zu kommentieren. Es bleibt dabei. Wir haben mit Griechenland Vereinbarungen getroffen, und zwar mit Griechenland und nicht mit einer Regierung. Und diese Vereinbarungen sind einzuhalten. Es ist das gute Recht der neuen griechischen Regierung, ihre Politik zu definieren und diese Politik dann auch auf den Weg zu bringen. Aber für diese Entscheidungen haftet Griechenland selber. Für Entscheidungen dieser linkspopulistischen Regierung darf nicht der deutsche Steuerzahler haften. Das kann Griechenland selbst entscheiden. Ich freue mich, dass Schritt für Schritt Realismus in die neue griechische Regierung einkehrt. Diese Regierung ist ja zunächst in den ersten Tagen angetreten wie eine Gefangene ihrer eigenen Wahlkampfversprechungen. Nun aber im Dialog mit europäischen Politikern wird klar, es wird keinen Schuldenschnitt geben. Ein Schuldenschnitt ist nicht realistisch. Wir sagen, wenn Griechenland, wenn die neue Regierung jetzt endlich anfangen will, Strukturreformen im Lande auf den Weg zu bringen, ein gerechtes Steuersystem, aber auch eine Bekämpfung der Korruption, des Klientelismus, der Vetternwirtschaft, dann hat die neue Regierung unsere Unterstützung. Und wenn es darum geht, Wachstumsimpulse in Griechenland zu setzen, Investitionen zu fördern, dann müssen wir solidarisch sein. Aber Solidarität ist keine Einbahnstraße. Diese Dinge können natürlich nur passieren, wenn die Vereinbarungen, die getroffen worden sind, auch eingehalten werden. Das ist ganz selbstverständlich. Und deshalb sage ich, wir werden am Ende wahrscheinlich auch diesen Konflikt vernünftig regeln können. Ich bin jedenfalls optimistisch, dass das passiert. Die neue griechische Regierung unter Führung von Ministerpräsident Tsipras ist seit einer Woche im Amt und dann hat in Europa bereits mehr in Bewegung gebracht, als wir Deutsche es gewohnt sind. Das bringt uns leicht durcheinander. Aber ich verstehe das, denn die Situation dort ist ja auch dramatisch. Und ich weiß auch gar nicht, was unsere Regierung erwartet. Also der Tsipras wurde ja gewählt und hat ein tolles Wahlergebnis erzielt mit bestimmten Aussagen. Und dann sagt die Bundesregierung, er soll das Gegenteil machen? Ich meine, wenn der jetzt wirklich das Gegenteil von dem machte, was er vorher erklärt hat, dann wäre die Demokratie in Griechenland in einem Grade gefährdet, dass ich überhaupt nicht weiß, wie die Bundesregierung darauf kommt. Sie muss doch eins begreifen, wirklich begreifen, dass diese ganze sogenannte Sparpolitik für Südeuropa gescheitert ist. Sie ist gescheitert. Und das will die Kanzlerin nicht wahrhaben, das will auch Herr Schäuble nicht wahrhaben, das will auch die SPD nicht wahrhaben, aber sie werden es zur Kenntnis nehmen müssen. Und ich begrüße ausdrücklich den Aufruf der Gewerkschaften, Griechenland ist keine Gefahr, sondern eine Chance für Europa. Und das stimmt, weil Griechenland einen Weg weisen kann oder uns zwingen kann, unsere Regierung zwingen kann, einen Weg zu gehen, mit dem wir die ganze Politik hinsichtlich des Südens Europas umkehren. Und zwar müssen wir eigentlich diese Politik wirklich vom Kopf auf die Füße stellen. Über 90% der Gelder, die Griechenland zur Verfügung gestellt wurden, flossen direkt an die Banken. Übrigens darunter auch französische und deutsche. Wir tun immer so, als ob das Geld zu den Griechinnen und Griechen geflossen wäre. Das ist wirklich ein schwerer Irrtum. Jetzt fordern CDU-Politiker, dass Griechenland endlich die Steuerfreiheit der Reeder beenden müsse. Das ist wahr. Also muss ich ja die CDU direkt mal unterstützen. Gibt nur ein Problem. Das war nie eine Bedingung der Troika. Wir haben nach der Wahl in Griechenland eine ganze Reihe von Theaterdonner erlebt. Es ist allerdings im europäischen Interesse und im griechischen Interesse, dass wir zu vernünftigen Kompromissen kommen. Wenn man sich insgesamt nach dem Theaterdonner die Vorschläge des griechischen Finanzministers anschaut, zeigt sich, die griechische Regierung erweist sich als gesprächsbereit.
Es ist jetzt an der Zeit für die Bundesregierung, klar zu sagen, nicht nur nein, 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 sondern konstruktiv mit den Vorschlägen aus Griechenland umzugehen. Es ist natürlich ganz entscheidend für die Maßnahmen in Griechenland, dass es den Menschen zukünftig in Griechenland besser geht, denn die merkelsche Politik ist ökonomisch und politisch in Europa gescheitert. Wir müssen dafür sorgen, dass wir zu einer anderen Politik kommen, sonst nimmt der Extremismus in Europa weiter zu. Es kann nicht sein, dass Juncker ein 300 Milliarden Euro Paket vorschlägt und dieses 300 Milliarden Euro Paket von Seiten der Bundesregierung mit 0 Euro beantwortet wird. Wir brauchen in Europa angesichts der großen ökonomischen Schwierigkeiten jetzt eine kluge Investitionspolitik, die auf der einen Seite die Energieprobleme, die Klimaprobleme anpackt, auf der anderen Seite den schwächelnden Ökonomien im Süden Europas hilft.